fast ein Heimspiel, wenn ich mich doch seit fast 30 Jahren Informatikrecht an diese Institution. Es freut mich sehr, dass ich so zahlreichen Leuten sprechen darf, das eine oder andere Gesicht, und ihn kenne ich schon und weiß, dass sie auch unter Beschaffungsrecht gelitten haben. Mein heutiges Thema ist die Frage, ob Behörden Cloud-Services beschaffen können und wenn ja, wie sie das machen können. Gerade gestern durfte ich auch in diesem Hause vor den Schulen, den kantonalen Schulen, den Repräsentanten der kantonalen Schulen zum Thema sprechen, wie Schulen Cloud-Services beschaffen dürfen und können. Und hier steht insbesondere das, was Sie aus der Presse kennen, Microsoft 365 zur Diskussion, welches es den Schulleitungen, den Lehrern und den Schülern erlauben soll, zukünftig ihre Präsentationen, ihre Wandtafel, ihre Blogs und Chats über die Produkte in der Cloud abzuwickeln. Und Sie wissen, dass auch hier Datenschutzrecht beispielsweise ein großes Thema ist. Lassen Sie mich den Vortrag wie folgt gestalten. Wir wollen uns zuerst fragen, was ist Beschaffungsgegenstand? Also welche Arten von Cloud-Services wollen Sie überhaupt beschaffen? Und dafür müssen wir die Geschäftsmodelle kennen. Dann, welche Strategie verfolgen die Behörden bezüglich Beschaffung von Cloud-Services? Auch das ist wesentlich, weil das wird Ihnen dann helfen, wenn Sie das kennen, die Maßnahmen, Stoßrichtungen in den Anforderungen, die entsprechenden Vorgaben auch zu präzisieren. Dann wollen wir uns den rechtlichen Anforderungen widmen, hier sind die drei zentralen Punkte aufgeführt, um dann einige Tipps aus der Praxis mitzugeben, wie Sie die Beschaffung von Cloud-Services machen können. Zuerst zu den Service-Modellen. Da ist es wichtig, Cloud Computing ist nicht gleich Cloud Computing, sondern es macht einen Unterschied, ob Sie SaaS beziehen, beispielsweise das, was Salesforce anbietet, das, was Office 365 bietet, das, was Dropbox oder OneDrive ist. Ich habe nicht gesagt, Sie sollen Dropbox nutzen, bitte nicht. Wir sind öffentliche Plattform Dropbox und nicht so landsicher. Und das heißt, wenn Sie dieses Modell entsprechend beziehen wollen, beschaffen wollen, ich habe heute Morgen gelernt, dass man nicht kaufen sagt, sondern beschaffen, einfache Wörter, oder aber wenn Sie nur die Entwicklungsumgebung nutzen wollen, beispielsweise die Azure Plattform von Microsoft, weil Sie eben keinen zusätzlichen Testserver kaufen möchten, das ist natürlich für Sie günstiger, dass wenn Sie eine Applikation am Customizer entwickeln lassen, dass Sie dann auf einem Testserver in der Cloud die Applikation testen, um dann in die Produktivumgebung, die Sie dann beschafft haben, zu gehen. Also das wäre der Pass. Dann haben wir Infrastruktur, also Service, Sie alle kennen die Geodaten von SwissTopo, die in der Amazon Cloud sind. Ich durfte vor einigen Jahren entsprechend unterstützen, damit dieses Projekt auch tatsächlich lief. Und hier haben Sie nun die Nutzung der Hardware, der Infrastruktur. Sie haben die Mittellayer, Sie haben die Datenbanken, Sie haben die Rechenleistung. Also Sie können verarbeiten lassen in der Cloud, Sie können speichern lassen in der Cloud, eben dieses Speiseplatz. Aber Sie nutzen nur die Infrastruktur. Und das ist jetzt wesentlich zu wissen, wo sind die Verantwortlichkeiten, weil die Verantwortlichkeiten hier als Geschäftsmodell, Servicemodell, wenn Sie beziehen, werden Sie auch anders zu werten haben in Ihren Ausschreibungsunterlagen. Also auf der linken Seite ist die traditionelle IT, wo Sie alles kaufen und lizenzieren und wo Sie selber updaten, patchen und releasen, wo Sie die Verantwortung dafür tragen. Sie haben dann das IaaS-Modell, die Infrastruktur, wo Sie nun die Verantwortung beispielsweise an Amazon geben, wo die Infrastruktur von Ihnen gemietet wird und alles andere werden Sie noch kaufen, lizenzieren in einem Vertragstypus und Sie werden allenfalls auch das Operating System, das Betriebssystem, werden Sie selber beschaffen, Sie werden dieses Patchen und für die Sicherheit auch dafür sorgen. Wenn Sie in Pass reingehen, dann sehen Sie es nur noch die Applikation, beispielsweise in Entwicklung, eine Web-Applikation, die Sie testen wollen, bei einem Provider auf dessen Infrastruktur inklusive Runtime-Version,
der Middleware und das Betriebssystem. Und wenn Sie zu Salesforce gehen würden, also ich habe weder Aktien bei Amazon, Microsoft oder Salesforce, aber das sind so gängige Beispiele, die Sie alle kennen. Wenn Sie dorthin gehen würden, und Sie entschuldigen, wir sind jetzt auf dem rechts und links, dann wäre ein bisschen unruhig, aber ich finde es unangenehm, dann gehe ich nicht ab und zu auch mal sehen, also wenn Sie einbeziehen darf. Sonst hat es hier noch einen, zwei, drei, vier Sitze, wenn der Herr diesen Dings wegnehmen würde, dann würden viele von Ihnen auch da natürlich auf die Folien sehen. Gut. Was sind die Verantwortlichkeiten und je nachdem ist das anders zu regeln. Gleichzeitig haben Sie auch die unterschiedlichen Deployment-Modelle. Also was läuft mit der Cloud, was für eine Cloud wollen Sie, wo soll die Wolke sein? Also wollen Sie eine öffentliche Cloud, wie beispielsweise die Amazon Cloud, das ist der erste Bereich. Wollen Sie eine private Cloud? Sie wissen, dass das BIT gerade eine private Cloud beschafft. Hardware und Software beschafft, um als BIT, also das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation, und den Conti, um den Bundesbehörden hier entsprechend eine private Cloud anzubieten. Ich habe gesagt, das ist mit den Kantonen noch nicht, oder nicht, ich weiß es nicht, es ist noch nicht. Wäre doch toll, man hätte alles für alle, aber die Schweiz hat mal diesen föderalistischen Charakter. Dann haben Sie die Community Cloud. Da haben Sie nun diese verbundenen Organisationen, die gemeinsam etwas betreiben, beispielsweise die Deutsche Bank mit München, der Stadt München oder die Stadt Köln für die Schulen um Köln herum, das sind ja da 300 Schulen. Dann haben Sie die Version, wo Sie diese Mischform zusammentun können. Und das alles gibt unterschiedliche Kooperationsmodelle und das müssen Sie in der Ausschreibung berücksichtigen. Haben Sie eine Bietergemeinschaft beispielsweise oder wie Sie das dann auch beschreiben möchten. Rechtlich, die rechtliche Relevanz ist nun zentral, weil es macht einen Unterschied, ob Sie bestimmte Applikationen, die ein Betriebssystem betreiben lassen wollen, beispielsweise nun eben durch den Plattformanbieter, dann haben Sie nicht die Verantwortung für Sicherheitspatches beim Betriebssystem, also ist das etwas, was Sie unterschiedlich beschreiben können. Auch die Haftung kann unterschiedlich sein, je nachdem, welches Modell Sie wählen. Und Datenschutz und Datensicherheit geht auf unterschiedliche Ebenen, müssen unterschiedlich beschrieben sein, gemäß dem, was ich Ihnen gezeigt habe. Also gibt unterschiedliche Anforderungsprofile und unterschiedliche Ausschreibungsbedingungen. Und nur wenn Sie eine Schweizer Cloud wählen, dann ist die Thematik Gerichtsstandung nicht so beispielsweise vernachlässigbar, weil das ist alles schweizerisch, nicht? Ob Sie dann auch die Synergien haben, die Kosten sind ja dann einmal dahingestellt. Also Sie sind schon, oder spüren schon eine Affinität, dass man es wagt, auf die Schweiz über die Grenzen zu schauen. Das könnte ja auch Vorteile haben. So, jetzt müssen wir uns mal die Strategie ansehen, die für die Schweizer Behörden gemacht wurde. Die dauert, ich finde es sehr toll, die dauert immer so lange. 8 Jahre ist enorm lang. Matthias ist da noch im Raum, genau. Du hast so toll bei meinem Referat das Intro geschrieben. Der Hype Cloud Computing, die Wirtschaftsinformatiker und Informatiker wissen, dass solche Modeworte irgendwann mal anders heißen. Outsourcing, ASP, Cloud, je nach Virtualisierung, ist dann halt so Cloud. Also von daher kann es durchaus sein, dass es ein Hype ist. Deshalb wird hier toll, dass man plötzlich auf 8 Jahre so einen Zeithorizont macht, so lange. Was ist das? Es ist eine Stoßrichtung, eine Maßnahmenfaktor, ist nicht zwingend. Wie vieles, wo der Mut zum Entscheid fehlt, soll es eine Empfehlung, also keine bindende Vorgabe. Das hindert uns, wenn man uns nicht verpflichtet, dass man das rasch macht. Also wir dürfen, wir müssen nicht, aber primär Cloud wäre nicht schlecht vielleicht, nicht? Und das hatten wir jetzt hier für strategische Grundsätze. Die sind sehr generisch, alle nicht falsch, aber weil sie generisch sind, sind sie auch einbaubar in ihre Ausschreibungsbedingungen. Also klar ist, man muss auch dieses Zeug ausschreiben, nicht? Das wurde gesagt, also man muss das. Ja, Schwellenwert und solche Geschichten, wir haben es heute Morgen gehört. Und wenn Sie nachfolgenden Verrat von einem Kollegen kommen, weil jemand auch noch einmal hören. Also auch das hat man geschrieben, das haben strategische Grundsätze, es ist ja klar, dass man aufschreiben muss. Gut, dann hat es geschrieben. So, Eigenverantwortung zentral. Eigenverantwortung, der Cloud-Nutzer trägt die Verantwortung für die Nutzung von Cloud, dies und die Auslagerung. Also wenn ich etwas einem Dritten übergebe und wenn ich bestimmte Pflichten habe, rechtliche Pflichten, dann bin ich, obwohl ich einen Provider freiziehe, bleibe ich in der Verantwortung. Und das ist extrem wichtig zu wissen, Sie können delegieren, aber Schlussverantwortung haben Sie in der Verantwortung dann selber. Das müssen Sie auch wieder formulieren. Dann Sicherheit. Sicherheit als strategischer Grundsatz. Ja, natürlich, Datensicherheit, Datenschutz gehört dazu, Risikomanagement gehört dazu und das ist etwas, was die Juristen in der Regel den anderen belassen sollte man nicht.
hat man jede Ausschreibung. Gerade im Cloud-Services-Bereich gehört die Formulierung von Sicherheitsanforderungen als zwingendes Element dazu. Dann Stoßrichtung, als die Cloud-Strategie der Schweizer Behörden gemacht wurde, haben wir festgestellt, dass die rechtlichen Grundlagen teilweise eben es nicht ermöglichen, dass man ganz einfach Cloud-Computing machen darf, weil da haben sich so einige Kantone insbesondere Standortvorteile verschafft, indem sie sagen, ja, also die Server müssen in der Schweiz sein oder die Server müssen im Kanton sein, man darf nicht auslagern, also das Selbstschutz von IT-Abteilungen von Kanton, ich möchte niemandem nahetreten, sie haben das nicht geschrieben, sie haben es andere geschrieben, aber man hat mit solchen ungerechtigten Vorgaben halt auch zu kämpfen. Also wenn Sie kantonaler Vertreter sind, müssen Sie zuerst mal darum kümmern, können Sie. Sie können ja dann, wenn es in irgendwelchen rechtlichen Vorschriften nicht verhindert wird. Und wenn man dann entsprechend das analysiert, ich komme gleich dazu, sehen wir eben Beispiele, wo das nicht geht. Also Stand heute, wo sind wir heute? Das war vor 2 Jahren. Beispiele, Thurgau. Grundsatz, Verwendung fremder Hard- und Software ist untersagt. Fremder. Also das heißt, ein Cloud-Service-Modell muss ich ja nie nutzen, ich kaufe das nicht mehr, also ist das fremd, also darf ich nicht. Ausnahme, Antiinformatik ist eingestellt, es geht nicht, das ist Heimatschutz. Die Lucerges, Teilweise-Hindernis, Pflicht von Cloud-Kommando zur Gewährung des Zutritts, zu den Räumen des Zugriffs auf die Daten, der Behörden, Datenschutz und Finanzkommando, die dürfen nicht reisen. Ausland reisen, die Sachen anzählen, nicht? Reisekredit beantragen, ob das sinnvoll ist im Cloud-Service-Bereich, mag dahingestellt sein. Dann die Basel, ob das sinnvoll ist, die sagen, auch andere gibt es, die FINMA, die haben auch so regulatorische Vorschriften, wenn man etwas abmacht, aber im Cloud-Service-Bereich sollte man das schriftlich tun. Also würde ich mal sagen, das macht Sinn. Was heißt das für Sie? Das heißt, wenn Sie im Cloud wollen, nicht einfach mal gehen, sondern Sie müssen ein Entscheidfällen, ja oder nein. Nicht, weil Sie das mögen oder nicht mögen, sondern bewusst entscheiden. Und das basiert auf der definitiven Betrachtungsweise, welchen Cloud-Service Sie wollen, für welche Anwendung, welches Deployment-Modell Sie wollen und allenfalls, welche rechtlichen Hindernisse Sie zuerst noch parlamentarisch zu beseitigen haben oder für den Regierungsrat zu beseitigen haben oder wo es wirklich im regulatorischen Umfeld dann nicht geht. Zu dem kommen wir, was nicht geht. So, Informationssicherheit. Ich weiß, dass die Nicht-ITler drinnen, das sind so ein bisschen Probleme. Und das ist aber ganz zentral, wenn Sie um Cloud-Services beziehen, wenn Sie überhaupt Auslagen von Datenverarbeitung in Betracht ziehen oder Storage an Dritte. Also sind 3 Grundsätze ganz klar immer berücksichtigen können, wollen, müssen Sie verschlüsseln, bei der Übermittlung, bei der Speicherung. Dann haben Sie den Zugriff zu regeln. Und Sie kennen all diese Geschichten mit dem Identity Access Management System. Also wer darf auf was, wann zugreifen und das Ganze sollte auch noch zu loggen. Das muss geregelt sein. Und natürlich Datenhandel, Datensicherung sind auch entsprechend zu berücksichtigen. So, spezifische Anforderungen bei der Auslagerung, was haben wir da? Wir haben hier eben diese Informationen und Genehmigungspflichten. Je nach Kanton muss eine Direktion auch das Amen dazu geben oder der Regierungsrat. Dann haben Sie inhaltliche Vorgaben allenfalls zu berücksichtigen, wenn man Ihnen vorgibt, dass Sie AGBs verwenden müssen. Sie fragen sich dann ja, welche AGBs für Cloud Computing Dienstleistungen, da komme ich dann noch dazu, sieht gar nicht so schlimm aus, wie Sie denken. Und auch beispielsweise die Frage, was müssen Sie mit diesen Sicherheitsaudits nun tun? Es macht ja wenig Sinn, dass die Datenschutzverantwortlichen verlangen, dass die Finanzkontrolle oder Datenschutzbeauftragte dort vorbeigeht. Da müsste man sich kantonal rauf und sich zusammen überlegen, ob man diese Partys damit beauftragt, die in ihrem Auftrag das entsprechend den Audit vor Ort durchführen. Und dann werden auch die großen Anbieter damit einverstanden sein. Aber jeder Einzelne auf eine kleine Reise, ich glaube, das macht bei diesen Dienstleistungen keinen Sinn. Informationssicherheit heißt auch Risikomanagement. Und Risikomanagement, da fragen Sie, wo schreibe ich denn das ab oder welchen teuren externen Berater verlange ich da? Also da gibt es etwas, was ich ganz gut finde, das NIST, das hat ein Framework zur Verbesserung der Critical Infrastructure Cybersecurity geschrieben
Und das ist gar nicht so schlecht, da können Sie mal Vorgehen und Methoden für Behörden sich ansehen zum Schutz vor Cyberrisiken. Und auch das haben wir bei den Cloud Computing Services. Nicht nur die internen Mitarbeitenden, die nicht darauf zugreifen sollten, sondern genau auch die äußeren Attacken, die beispielsweise dann zu einer Downzeit und Nichtverfügbarkeit der Systeme führen. Und das ist ganz neu, Version 1 von Februar 14, also schauen Sie sich das an, das kann Sinn machen. Dann haben wir die Thematik als rechtliche Anforderung Geheimhaltung. Und nun haben Sie einiges an Geheimhaltungsvorschriften zu wahren. Sie kennen das vom Amtsgeheimnis bis zur Schweigepflicht im Sozialversicherungswesen. Und wenn Sie das verletzen, dann werden Sie strafbar. Also das heißt, Sie müssen Ihren Cloud Computing Service Provider verpflichten, dass er die Geheimhaltung einhält und vielleicht nicht nur die Firma, sondern auch die Mitarbeiter, die spezifisch für Ihre Anwendung tätig sind. Sie müssen allenfalls die Information und Einwilligung der Betroffenen einholen, wenn so eine Datenweitergabe ins Ausland geht, weil der strafrechtliche Schutz des Amtsgeheimnisses ja im Ausland wegfällt. Und da gibt es eine bestimmte Anwendungsfälle, wo Sie ganz klar nicht outsourcen, auch nicht in Cloud Computing reingehen können ins Ausland wegen diesen Geheimhaltungsvorschriften. Aber ganz zentral, Sie bleiben, auch wenn Sie delegieren, auch wenn Sie in der Schweiz delegieren, auch bei Outsourcing in der Schweiz, Sie bleiben verantwortlich zur Einhaltung dieser Geheimnisse. Datenschutz. Datenschutz ist immer grüßend, so das Beschaffungsrecht. Sie haben eine Pflicht zur angemessenen Wahrung der Sicherheitsmaßnahmen, organisatorisch und technisch. Sie haben bei der Datenbearbeitung durch Dritte zu gewährleisten, dass, so wie Sie die Daten bearbeiten dürfen, nach dem Zweck, den Sie vorgeben, dass das auch der Dritte einhält. Sie haben ein Weisungsrecht und Sie müssen die Sicherheit gewährleisten, dass auch der Dritte, der Cloud Service Provider, das macht. Und wenn Sie das noch ins Ausland transferieren, dann kennen Sie diese Reihenfolge, die Sie prüfen müssen, unter welchen Voraussetzungen dürfen Sie, wenn die so und so viele Daten betroffen sind. Das ist klar, entweder haben wir im Ausland denselben Datenschutzlevel, das finden Sie auf der Liste des ADOP. Wenn wir den nicht haben, kann es noch sein, dass Sie sich in den USA halten, dann sind die teilweise selbst zertifiziert und sagen, ich halte mich, obwohl in den USA das nicht gilt, an die datenschutzrechtlichen Vorgaben des entsprechenden Landes, aber aufpassen, große Firmen wie Microsoft zertifiziert bestimmte Standorte, bestimmte Produkte und nicht die anderen. Lesen muss man auf dieser Website, wenn sich das ansehen, das ist alles transparent, aber man muss es zur Kenntnis nehmen. Und wenn kein Datenschutz und entsprechend Schutz vorhanden ist, dann braucht es Vertragsklauseln, hier die Adobeiter, das findet sich auf dessen Webseite, da kann man wunderbar abschreiben und dann sind Sie auch safe. So. Zu Unternehmen, für die Datenschutzrechte, ganz wesentlich in den Kantonen, die Daten, die Cloud-Service-Anbieter, die arbeiten häufig nicht alleine, sondern teilweise sein Broker und der Broker hat immer ein Rechenzentrum, selbstverständlich Unternehmen, die beizieht. Wie beim Hausbau gibt es ein Generalunternehmen mit Subunternehmen, die mitmachen. Subunternehmen muss man einbinden. Und zwar in all diese Verpflichtungen, die ich Ihnen gesagt habe, müssen Sie schauen, dass Ihr Cloud-Service-Provider ebenfalls das entsprechend weitergibt. Also müssen Sie eine Ausschrift und die Transparenz der Subunternehmer verlangen und verlangen, dass die Klauseln überwunden werden an die Subs. Und bitte nicht so wie bei Microsoft, die drin steht, ich lege die Liste der Subs offen und die Subs finden Sie unter einem Link auf der Webseite, aber ich habe die einseitige Möglichkeit, diese Subs zu ändern. Das passt eben nicht, weil es kann sein, dass eine dieser Subs sich eben diese Verpflichtung nicht halten würde. Also wenn geändert wird, müssen Sie vorher die Einwilligung geben können. Auch hier, Sie bleiben verantwortlich für die Einhaltung des schweizerischen Datenschutzrechts. Fazit, einige von Ihnen kennen diese Folie, der große Papst der Cloud Services bei Bund, Willy Müller vom ISB, darf diese Folie immer wieder verwenden von mir, das heißt links, Sie können durchstarten, go, Sie haben freie Fahrt. Es gibt Bereiche, wo Sie einen Zwischenstopp machen müssen, weil Sie bestimmte Maßnahmen zuerst umzusetzen haben, da haben Sie Handlungsbedarf. Und dann gibt es ein paar wenige Fälle, wo die Durchfahrt in die Cloud verboten ist. So, welche sind diese Fälle? Wir haben freie Fahrt in die Cloud, das ist beispielsweise das Geodatenbeispiel von SwissDoco. Hier handelt es sich um Geodaten und weshalb sind in die Cloud gegangen, nicht um zonenbezogene Daten, weil immer dann, wenn es schönes Wetter ist, Wochenende naht, und wir alle wandern gehen möchten, dann laden wir diese Wanderkarten runter, dann haben die Peaks eine riesige Serverfarm beschaffen müssen, haben das Geld nicht investieren können, also sind sie zum Beispiel in die Cloud gegangen. Also hier kann man durchfahren, keine besonderen rechtlichen Maßnahmen notwendig. Dann Zwischenstopp, immer dann,
wenn Sie prüfen müssen, welche vertraglichen Verpflichtungen Sie überwinden müssen, weil eben bestimmte Informationspflichten bestehen, bestimmte Einsichtsrechte zu gewährleisten sind, hier kommen zu personenbezogenen Daten, oder aber beispielsweise, weil Sie eine örtliche Beschränkung des Serverstandorte haben. Also hier müssen Sie das zuerst wegbringen, diese komischen kantonalen Vorschriften, oder wenn nicht, müssen Sie halt so ausschreiben, dass die Serverstandorte in der Schweiz sind. Ein bisschen komisch, nicht, weil die Synergien des Massengeschäfts dann im Preis für den Niederschlag und verloren gehen würden. Also hier haben wir die nationalen Verwaltungscloud und beispielsweise das Beispiel Cumulus. Dann hier Stopp, Cloud nicht möglich, wenn die Weitergabe von Daten sektorspezifisch rechtlich untersagt ist. Es handelt sich hier beispielsweise um strategisch kritische Datenbanken. Und hier muss man sich dann die Frage stellen, wollen wir ein Gesetz, eine Verordnung anpassen, weil die Daten eben nicht kritisch wären eigentlich, aber die Voraussetzung ist nicht. Und wenn man dann sagt, was könnte man ändern, beispielsweise datenschutzrechtlich eine Zertifizierung anstatt ein Einsichtsrecht verlangen. So, das für die drei Varianten. Vergaberecht, Tipps zum Vergaberecht, Ausschreibungspflicht. Also mein Wunsch an Sie ist, machen Sie es einfach, gehen Sie mal rein in die Cloud unter dem Schwellenwert, nicht? Also, wenn Sie vielleicht nicht so eine Zone haben, dann machen Sie, holen Sie sich über. Das ist ganz einfach, ich lasse das Ausblick, das ist was der Stürmer sagte, wunderbar. Standard-Services verschaffen und bitte denken Sie daran, auch Standard-Verträge kann man verhandeln. Sie müssen das nur wissen, Sie können Enterprise Agreement verlangen. Also das kann man ein bisschen verhandeln, das ist wunderbar. Sie bezahlen, was Sie entsprechend nutzen, pay as you use. Und Sie können ja auch mit Kreditkarte bezahlen, im Bund kann man etwas schwierig, welche Kreditkarte, aber ich kann nur versprechen, die Provider sind in der Lage, auch noch eine traditionelle Rechnung aufzustellen. Aber Ausschreibungspflicht verlangen, weil wenn Sie da anfangen zu rechnen, Sie kennen das alles mit den Stellenwerten, wenn Sie da mal 48 mal 3,125 rechnen, sind Sie bei 150.000, 48 mal 4, 7, 91, weil bei Cloud Services handelt es sich um unbestimmte Laufzeiten in der Regel und dann landen Sie relativ rasch pro Monat Pay as you use oberhalb des Stellenwertes. Also Ihre Leuchtung, Pilotprojekte aufpassen. Wenn Sie es dann wirklich brauchen, dann kommt wieder diese komische Ausschreibung, die berücksichtigen müssen zur Anwendung. So, aber probieren Sie es nicht, gehen Sie mal rein, sammeln Sie Erfahrung, bevor Sie das erwiesen und wegbrauchen und beschaffungsrechtlich Beamten. Probieren Sie es einfach mal, nicht? Raus und probieren Sie es. So, Kantone, das sind die Schwellenwerte, wieder für dieses Berechnungsbeispiel, man erreicht die dann relativ rasch. Jetzt zu den Ausschreibungsunterlagen, was gehört rein? Eignungskriterien, dort werden Sie ganz klar, beispielsweise, das ist ein Beispiel, nicht ein Zwang, beispielsweise sagen, ich will eine Public Cloud. Wenn Sie Amazon beispielsweise sagen, das macht Sinn, die öffentliche Zugang, also wollen Sie nicht eine Private Cloud ausschreiben, das ist besser eine Public Cloud, dann müssen Sie es definieren und dann fängt das Problem an. Wie definiere ich die Ausschreibung? Gehen Sie mal zu Mister, da finden Sie eine schöne Definition. Serverstandorte müssen Sie sich sagen, will ich Serverstandort weltweit oder will ich sie nur in Europa? Das wäre auch entsprechend ein Kriterium und vielleicht auch sinnvoll, da können Sie dann die Wirtschaftsinformatik, die hat mir eine Frage für die Zertifizierung. Welche müssen Sie da entsprechend verlangen? Da helfen die weiter. Dann Zuschlagskriterien, Musskriterien, Beispiele, Service Levels. Auch da kommen Sie nicht herum, sich beispielsweise um die Verfügbarkeit Gedanken zu machen. Das heißt, eine Downzeit für Ihre Anwendung. Und generell bei Cloud Services sind Sie schlecht beraten bei kritischen Anwendungen, wenn Sie nicht einen zweiten Cloud Service Provider haben. Also die Downzeit ist noch kein Grund, wenn es in die Cloud geht. Aber für kritische Anwendungen haben wir halt einen zweiten und kann man switchen. Auch das geht. Je nachdem, welches Anwendungsmodell Sie dann entsprechend benutzen. Bei JAS, da wechseln Sie problemlos. Bei SAS ist ein bisschen kritischer. Bei JAS, Infrastructure as a Service, wechseln Sie wirklich auf Maus gehen oder fast auf Maus gehen. Sicherheit, das gehört rein, nicht vergessen. Dann kommen wir zum Vertragsrecht. Aber gehört da rein. Auch wieder, je nach Servicemodell, was Sie beziehen, ja, Cloud Service, Haftung. Nicht vergessen, das Subunternehmerrisiko hineinzutexten. Dann die Thematik der Kündigungsfristen und Termine. Cloud-Anbieter kündigen in der Regel, können kündigen zwischen 1 bis 3 Monaten. Bei Infrastruktur als Service ein gutes Bild, wenn überhaupt nicht schlimm. Sondern bei der Infrastruktur können Sie eine Portierung machen, innerhalb 1 bis 2 Monaten. Kein Thema, das geht.
Wenn es ein S-Size ist, dann müssen Sie verhandeln, dass eben der Provider nicht kürzer kündigen kann, sondern angesprochen in 6 Monate oder 12 Monate, je nachdem, was Sie dann brauchen. Migrationsunterstützung in Azores-Modell, auch eine Thematik, Rechtsfall, Gerichtsstand, das ist klar, das muss man sich auch ansehen. Im Übrigen hat das Microsoft gerade für die Schulen, geben Sie Schweizer den Gerichtsstand. Schweiz, bisher war es irisches Recht, meine persönliche Meinung, irisches Recht ist nicht schlechter als Schweizer Recht. Manchmal ist man ein bisschen sensibel. Gut, Datenschutz. Da brauchen Sie die Zweckbindung der Datenbearbeitung, Sie brauchen die Pflicht für beachtliche Verweisungen, auch bei Cloud Services. Sie brauchen Unterstützung und hier noch etwas Spezielles bei der Löschung. Erzählen Sie mir mal bitte, wie Sie löschen in den Cloud Services. Nicht bei der Virtualisierung wird überschrieben und da stellt sich die Frage, ist denn die Löschverpflichtung auch tatsächlich durchgesetzt bei den Cloud Services? Also das sind so Themenbereiche, die sind noch nicht ganz gelöst. Transparenz auch wieder die Subunternehmer, da müssen Sie wissen, wer da mitmacht. Also müssen Sie schlau sein, dass Sie die Ausschreibung bereits schon abfragen. Dann auch die Informationspflicht bei Datenschutzverletzung, nicht? Obwohl die Notifikationspflicht noch nicht zwingend ist in der Schweiz, hoffentlich kommt das bald, aber noch nicht zwingend ist, müssen Sie das auch vertraglich verlangen, wenn das verletzt werden sollte. Kontrollmöglichkeiten bitte nicht vor Ort, sondern wir haben Reports, Audits oder Third Parties, sodass es auch Sinn macht im Cloud-Bereich. So, wo können Sie jetzt abschreiben für die Vertragskosten? Also einmal, was Datenschutz anbelangt, kennen wir, das liegt alles ein bisschen beim Adobe offen auf der Plattform, das hilft, wenn Sie da exportieren. Dann AGB Bund und AGB SIK, das machen wir wieder da. Aktuell sind diese AGBs nicht auf Dauerschuldverhältnisse ausgelegt und Cloud-Services beziehen Sie ja über die Dauer. Ausnahme der HG-Wartung und Support-Software, da haben wir eine Softwarepflege, da haben wir Dauerschuldverhältnisse in dem Sinne. Aber, spannend, AGB SIK in der Parallel-Session wird jetzt gerade eine einzige neue AGB getextet und finalisiert, das soll dieses Jahr auch fertig werden. Bisher hatten wir 5, es gibt von 5 schlussendlich nur noch eine, das erleichtert allen die Arbeit und die sind so ausgelegt, dass hier eigentlich auch Cloud-Service-Leistungen miteinander bezogen werden könnten. Wird zwar nicht erwähnt, aber Sie können es. Cloud-Mustervertrag durch das Firmware ist geplant, wann der kommt, sei mal dahingestellt, müssen wir abwarten. Kanton Zürich nicht schlecht, die haben schon relativ rasch etwas angepasst. Und auch hier wieder ganz neu, schauen Sie sich die Cloud Service Levels Agreement, das was ich vorher gesagt habe, diese standardisierten Guidelines, was jetzt gerade die EU entsprechend publiziert hat. Also spannend, auch da bekommen Sie Unterstützung. So, aber Ausschreibungen sind chaotisch und jetzt hätten Sie gerne die internationalen Anbieter, die mit ausschreiben. Also wo publizieren Sie, wo müssen Sie publizieren? Diese internationalen Anbieter müssen ja das einmal finden, was sie wollen. Mit denen dürfen Sie ja nicht sprechen, nicht SMSen und nicht WhatsAppen. Das geht ja nicht, geht in der Vergangenheit. Aber der Bund SIMA ist ja noch da, je nach Kanton unterschiedlich. Mindestens am Platz, allenfalls anderswo. Also da schon chaotisch. Das heißt, was machen die internationalen Anbieter? Finden die Sie, wenn Sie Cloud-Services wollen? Nicht das ein Problem, das Sie vielleicht noch lösen müssen und schlau werden müssen und auch die Sprache. Keine internationale Antwort auf Deutsch oder Französisch, sondern auf Englisch. Also wenn Sie solche Leute, die Englisch sprechen wollen, dann bitte auf Englisch produzieren. Auch hier wird die Vorgabe, wer was akzeptiert oder nicht. Französisch, Rätoromatisch oder auch immer. Es passt einfach nicht so ganz auf unsere Zukunft. Also auch da vielleicht wieder kantonal auch haben, so etwas zu machen. So, wenn denn keiner anbieten sollte, den Sie gerne hätten, wenn Sie im Chaos, wo und welche Sprache, dann haben Sie immer noch das freihändige Verfahren. Sie kennen die voraussetzungsfreien Verfahren, vielleicht geht ja das, also das sollte Sie nicht vom Konvertieren abhalten. Deshalb, Absicht für die Beschaffung von Cloud Services, Legal Compliance, ist höchstens eine Bremsschwelle, jedoch nicht immer und in der Regel gar kein Showstopper. Ich hoffe, ich habe Sie alle neugierig und lustig gemacht. Für Cloud Services mit denen zu arbeiten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Wenn Sie Unterstützung brauchen, dann kann ich weiterhelfen. Oder auch Herrn Weiermann, der jetzt gerade zu sprechen wird. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.